Politik machen funktioniert nämlich leider nicht nur über die Teilnahme an Demonstrationen. So sehr ich es schätze, dass ihr alle hier seid, es reicht nicht, nur einmal im Jahr auf die Handparade zu kommen. Man muss tatsächlich jeden Tag etwas tun und es dürfen nicht nur die Konsumierenden aktiv werden, es müssen auch die aktiv werden, die unter dem Verbot leiden, obwohl sie selbst keinen Hanf nutzen. Ein Teil dieser Menschen, insbesondere solche, die man normalerweise nicht unter den Legalisierungsbefürwortern vermuten würde, nämlich Strafrechtsprofessoren, Psychologen, Ärzte, die haben sich im Netzwerk Schildower Kreis zusammengeschlossen, die heute von Maximilian Plenert, ebenfalls bekannt vom Deutschen Handverband oder von www.alternative-drogenpolitik.de, dieser Max wird jetzt für das Schildower Kreisnetzwerk sprechen. Viel Spaß dabei! Hallo Berlin! Schön, dass ihr da seid. Ich habe euch einmal gerade komplett an mir vorbeigehen sehen und es ist beeindruckend, wie viele Menschen hier sind, um für ihre Rechte zu demonstrieren. Der Schildower Kreis als Netzwerk aus Experten, aus Wissenschaftlern hat sich zusammengetan, um etwas ganz Einfaches in die Drogenpolitik zu bringen. Evidenz. Fakten. Wir wollen eine Politik, die sich auf den Grundlagen wissenschaftlicher Kenntnisse und nicht von irgendwelchen Glaubenssätzen, Ideologien oder ich nehme so an und persönlichen Anekdoten einer Frau, die viel Zeit ihres Lebens in einem Hühnerstall verbracht hat und auf ihrem Bauernhof fröhlich wie mit Menschen zu tun hatte, was sie laut ihrer Aussage ihre Qualifikation als Drogenbeauftragte darstellt. In der Diskussion um eine Cannabis-Legalisierung geht es schon lange nicht mehr um das Ob, sondern um das Wie. Das Wie kann man zum Beispiel im grünen Cannabiskontrollgesetz nachlesen. Und die Frage, was dann passieren würde, da brauchen wir nicht mehr zu spekulieren. Das ist keine Büchse der Pandora, die wir aufmachen und dann mal schauen müssen, sondern wir wissen, was passiert, wenn man Cannabis legal handelt. Seit Jahrzehnten machen die Niederlande genau das. Und wir wissen alle, die Niederlande sind doch nicht untergegangen. Dort herrscht die Sodom und Gomorra. Da liegen nicht alle bekifft auf der Straße rum, sondern denen geht es eigentlich ganz gut und sie haben keine Probleme damit. Wir haben Colorado, wir haben Alaska, wir haben Oregon, wir haben Washington State, wir haben Washington DC. Überall dort wird es praktiziert und es hat nicht angefangen, Hunde und Katzen zu regnen. Frau Mortler, das sollten Sie vielleicht auch langsamer wahrnehmen. In Colorado haben wir das, was Sie sich angeblich wünschen. Jugendschutz funktioniert da. Wir haben Steuereinnahmen, wir haben Jobs und wir haben keine Drogenhändler mehr, die irgendetwas in irgendeinem Hinterhof verkaufen müssen. Wir haben schön gut ausgeleuchtete Fachgeschäfte, wo die Leute auch wissen, was sie bekommen. Also der Schildower Kreis möchte statt Substanzdenken, unlogischen Zirkelschlüssen, Einstiegsdrogen, Mythen und sonstigem Unsinn, der von der offiziellen Politik verbreitet wird. Wir wollen Fakten. Unser jüngstes Mitglied ist Hubertus Wimber. Einige kennen ihn. Er war Polizeipräsident von Münster und ist jetzt auch im Schildower Kreis organisiert. Und auch er wird in den kommenden Wochen den deutschen Ableger von Law Enforcement Against Prohibition, also Strafverfolger gegen die Prohibition, gründen, um alle Polizisten und Richter und Staatsanwälte, die es in Deutschland gibt, die sagen, Schluss mit Krimi, Cannabis normal, zu vereinen. Ansonsten, Thibaut hat das schon angedeutet, hier wird auch viel entschieden, was Cannabis als Medizin angeht. Cannabis als Medizin, das ist eine Pflanze, die das Potenzial hat, das Leben von 1 Million Menschen in Deutschland mindestens zu verbessern. Von Menschen, die gerade an Krankheiten leiden, die austherapiert sind, denen nichts mehr hilft, die Medikamente nehmen müssen, die heftigste Nebenwirkungen haben. 1 Million Menschen leiden, weil im Bundesgesundheitsministerium entschieden wurde, dass diese Menschen nicht anbauen dürfen und dass weiterhin verhindert wird, dass dieser Zugang zur Medizin leicht gemacht wird. 1.500.000 Menschen haben eine Ausnahmegenehmigung. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Und statt endlich einzusehen, nachdem die Politik jahrelang von den Gerichten zurückgepfiffen wurde, jahrelang haben Gerichte gesagt, verdammt doch mal, ihr müsst kranken Menschen die Medizin geben. Und statt das endlich einzusehen, basteln sie da oben das nächste Anbauverhinderungsgesetz, um zu verhindern, dass etwas ganz sehr Natürliches passiert, dass kranke Menschen einen Samen in die Erde stecken
Und Sie wissen, daraus wächst Medizin, daraus wächst ein segenreiches Kraut, das Ihren Krankheiten eindämmen kann. Der Eigenanbau, natürlich haben Patienten das Recht, in der Apotheke vernünftig einzukaufen, aber bis das läuft, brauchen wir den Anbau, wir brauchen Normalität, wir brauchen Therapiefreiheit. Und selbst wenn irgendwann das Zeug von der Kasse bezahlt wird, Patienten haben wochenlang Lieferprobleme. Wochen bis Monate braucht es, bis die Apotheken wieder liefern können. Ein Patient, der Cannabis legal beziehen darf das Land nicht verlassen, hat er keine Chance legal. Patienten, die darauf angewiesen sind, ihre Schmerzen mit Cannabis einzudämmen, kriegen auch den Führerschein weggenommen. Wir haben Jahrzehnte Lücken in der Ärztefortbildung, Jahrzehnte, wo Forschung unterdrückt wurde, wo Forschung nicht stattfand. All das werden wir noch nachholen müssen. Und der Umgang mit den Patienten zeigt exemplarisch die hässliche Fratze der Prohibition, die Menschenverachtung, die im Kern dieser Politik steckt. Und das alles wollen wir beenden. Insofern, Frau Mortler, beenden Sie eine Politik, die auf Glaubenssätzen basiert, die völlig wirr ist, die auf einer massiv gestörten Wahrnehmung basiert. Probieren Sie es mit Evidenz, werden Sie endlich erwachsen. Wir wollen endlich eine erwachsene, ernstzunehmende Drogenpolitik und nicht diesen ideologisierten Krieg, den Sie da oben ausfechten wollen. Dankeschön.